Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Als ich vor einigen Wochen gesehen habe, dass sich die Glossy Box mit der britischen Hautpflegemarke Elemis zusammengetan hat, war ich sofort Feuer und Flamme, denn Elemis finde ich richtig, richtig super. Also ich habe bis dato diverse Produkte von ihnen ausprobiert und bin eigentlich durch die Bank weg mit fast allen Produkten sehr zufrieden gewesen. Von daher, ja, stand es für mich mehr oder weniger außer Frage, mir die Box zu bestellen, denn für Abonnenten hat die Box lediglich 35 Euro gekostet und wer Elemis kennt, der weiß, dass die Produkte sich in einem etwas höheren Preissegment befinden. Von daher war es für mich eine absolute Win-Win-Situation und ich kam nicht umher, ja, mir die Box eben letzten Endes zu bestellen, denn für 35 Euro kann man wirklich nichts sagen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, aber in der letzten Woche kam kein Video von mir. Da hätten eigentlich meine September-Favoriten kommen sollen, da ich das Elemis-Video eben für heute geplant hatte, aber da in der letzten Woche nichts gekommen ist. Ich werde wahrscheinlich die September-Favoriten einfach skippen. Ich hatte sie abgedreht, war mit dem Video ultimativ unzufrieden und jetzt wird es immer später, der Oktober schreitet immer weiter voran und es macht für mich eigentlich einfach keinen Sinn mehr, die September-Favoriten noch nachzufilmen. Also sorry, wir werden die September-Favoriten einmal überspringen und machen dann am Ende diesen Monats mit den Oktober-Favoriten weiter. Das nur einmal kurz am Rande. Die Elemis-Box war für Abonnenten für 35 Euro und für Nicht-Abonnenten für 45 Euro zu bekommen. Und ja, ich hatte meinen ersten Zusammenprall mit der Glossy-Box, möchte ich meinen. Denn ich habe alles ganz normal wie immer, wie bei der Summer-Bag, wie bei der Grazia-Bag auch bestellt. Und in der absoluten Kurzfassung, weil ich hatte gerade schon mal mein Intro gedreht und da habe ich fast 10 Minuten über mein Problem geredet. Von daher versuche ich jetzt alles wirklich auf ein Minimum zusammenzuschrumpfen. Ich habe unwissentlich ein zweites Abo bei der Glossybox abgeschlossen, was definitiv nie meine Intention war, da ich ein Abo laufen habe und ich brauche keine zwei Abos. Und ja, während ich mir halt die Elemis-Box bestellt habe, habe ich unwissentlich oder ja, für mich unwissentlich ein Zweitabo abgeschlossen und die letzten Tage habe ich viel mit der Glossybox hin und her geschrieben, dass das nicht geht, dass das uncool sei, dass ich keine zweite Box, also kein zweites Abo brauche etc. Jetzt hat es sich geklärt, Gott sei Dank, aber ich habe halt praktisch ja jetzt die doppelte Version der September-Box doppelt gezahlt, aber die Oktober-Box konnten sie mir noch stornieren, aber da war ich die letzten Tage auch nicht glücklich mit, muss ich sagen. Also gerade weil es war halt echt schwierig, das mit Glossybox zu klären, da, ich weiß nicht, also würden sie einfach eine Telefonnummer zur Verfügung stellen, würde es mein Leben oder das Leben aller einfach ein bisschen leichter machen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich verfange mich jetzt schon wieder in der Geschichte. Ich habe mein Zweitabo, mein unwissentlich angelegtes Zweitabo mittlerweile gekündigt. Ich habe das Geld zurückbekommen, es ist alles gut. Und wir machen mit der Elemis-Box weiter, beziehungsweise fangen endlich damit an. So sieht die wunderschöne Box aus. Also die kommt in diesem wunderschönen Babyblau daher. Und hier sieht man eben den Schriftzug von Elemis. Ja, doch, es spiegelt ein bisschen, aber man sieht's. Und hier war ich wirklich sehr gespannt drauf. Auch diese Special Box kommt mit einem ziemlich gut gefüllten Heftchen daher. Also hier steht wirklich richtig, richtig viel über die einzelnen Produkte drin. Aber ich hatte euch ja in dem letzten Video gefragt, ob ihr es besser findet, wenn ich die kompletten Texte vorlese oder eben wenn ich die Sachen eigentlich, ja, mehr oder weniger kurz zusammenfasse. Ihr habt euch für die kurze Variante entschieden, was auch vollkommen okay ist. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwann auch gelassen, denn dieses ganze langwierige Vorlesen, ja, ich verstehe, dass das oft für den einen oder anderen dann doch ein bisschen langweilig wirkt. Also werde ich die Produkte nur kurz zusammenfassen. Ich finde es aber gut, dass sie einem wirklich so viel Material liefern, dass man da eben viel über das Produkt herausfindet. Hier ist übrigens auch ein Rabattcode mit dabei, den werde ich euch hier unten einmal einblenden. Den könnt ihr bei Elemis direkt einlösen. Es sind Produkte ausgenommen aus der Rabattaktion, nämlich Produkte aus der Ultra Smart Pro Collagen Reihe, Sets, Produkte in Reisegrößen und Gutscheine. Das heißt, auf alles andere bei Elemis gilt der Gutscheincode, den ich euch hier im Video einblenden werde. Da kann man immerhin 20% sparen und 20% bei Elemis sind eine Hausnummer. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal das erste Produkt aus der Box. Und wir haben hier direkt ein Produkt, mit welchem ich leider absolut gar nichts anfangen kann.
Und zwar wäre das das Pro Collagen Cleansing Balm. Das hatte ich in der Vollgröße in der Stylist Box von Lookfantastic drin. Und normalerweise bin ich ein, ja, epischer Verfechter meines Take the Day Off Cleansing Balms von Clinique. Aber das ist leer gegangen, also habe ich das hier aus dem Backup-Schrank geholt. Und was soll ich sagen, ich habe es mir im ganzen Gesicht verteilt. Ich wollte mich ganz entspannt abschminken und auf einmal brannten meine Augen wie Feuer. Ich habe mich schnell mit meinem Waschlappen weiter abgeschminkt. Es hat gebrannt, ich habe verschwommen gesehen und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Habe mir dann nochmal den großen Tiegel geschnappt, mir die Sachen einmal durchgelesen und festgestellt, dass dieser Cleanser nicht für die Augenpartie gedacht ist. Im Gegenteil, bei Augenkontakt soll man die Augen auf jeden Fall gründlich ausspülen. Ja, gut, und damit hat sich dieses Cleansing Balm für mich erledigt, denn ich brauche einen Balm, was ich wirklich im kompletten Gesicht verwenden kann. Ich habe jetzt Gott sei Dank wieder 2 Dosen von dem Take the Day Off Balm, aber ja, das hier ist bei mir auf ganzer Länge durchgefallen und wird definitiv nicht bei mir bleiben. Was ich diesem Produkt aber zugute halten möchte, das restliche Gesicht, das hat sich nach dem Abschminken wirklich gut angefühlt. Also meine Augen haben ein bisschen gebrannt, aber meine Wangen, meine Stirn, meine Nasenpartie, das alles hat sich wirklich gut angefühlt und dieses Produkt hat das Make-up auch wirklich gut aufgelöst. Also so ist es nicht. Es ist kein schlechtes Abschminkprodukt, aber bei mir muss das Abschminkprodukt eben wirklich bei allen Regionen im Gesicht funktionieren. Aber es hat sich wirklich an den restlichen Partien gut angefühlt, was aber eben auch daran liegen kann, dass das Produkt Rosen- und Mimosenwachs enthält, Holunder, Sternblüten und Optimega-Öle. Also es ist praktisch eine Mischung aus einem öligen und einem wachsigen Produkt, was eben nochmal dafür sorgen soll, dass die Haut wirklich mit Feuchtigkeit versorgt wird und das Make-up eben ja so mühelos wie möglich zu entfernen ist. Und das hat es auch wirklich gut gemacht. Also es hat das Make-up wirklich richtig, richtig schön runtergeschmolzen. Aber ich wiederhole mich, bei mir muss ein Abschminkbalsam alles können. Das tut es nicht und aus dem Grund wandert dieser Tiegel hier weiter. Über das nächste Produkt habe ich mich hingegen sehr gefreut, denn dieses Produkt stand mal zur Auswahl in einer Beautybox. Ich hatte das andere Produkt, hätte mich aber eher über dieses hier gefreut, denn hier hätten wir einmal das Papaya Enzym Peeling und das wollte ich wirklich schon seit Ewigkeiten mal ausprobieren, da ich diese Enzym Peelings immer total spannend fand. Ich hatte mal eins von The Body Shop und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, da ich einfach kein Fan von diesen manuellen Peelings im Gesicht bin. Also sobald da so grobe Peelingpartikel drin sind, das mag ich im Gesicht gar nicht. Ich habe eine Waschlotion von Dr. Levy Switzerland. Die hat ganz, 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 ganz mikrofeine Partikel drin. Das ist okay, aber sonst greife ich eigentlich eher zu solchen chemischen Peelings. Und das hier wollte ich wirklich schon Ewigkeiten einmal testen. Wie gesagt, das hätte es in der Box gegeben. Ich hatte das andere Alternativprodukt. Von daher freue ich mich jetzt richtig, dass ich es zumindest mal in dieser Box testen kann. Dieses Peeling soll eben dafür sorgen, dass die müde und glanzlose Haut praktisch ja, zu neuem Glanz erstrahlt. Denn Fruchtenzyme aus Papaya und Ananas sollen dabei helfen, die abgestorbenen Hautzellen zu lösen und den Teint eben wieder zum Strahlen zu bringen. Wie gesagt, ich finde solche Peelings grandios. Also diese chemischen Peelings finde ich so viel besser, beziehungsweise, ja doch, das sind ja schon chemische Peelings, diese Fruchtsäure-Peelings, im Gegensatz zu den manuellen, die ich halt, ach, ich weiß nicht, die sind mir einfach zu grob im Gesicht, von daher freue ich mich sehr, dass ich dieses Produkt jetzt endlich mal austesten kann. Das nächste Produkt habe ich ebenfalls schon in meinem Schrank stehen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, das steht da auch schon eine Weile und ich habe es einfach noch nicht verwendet. Von daher glaube ich nicht, dass ich dieses Produkt hier behalten werde. Das wird wahrscheinlich auch weiter wandern. Denn das hier wäre einmal das Dynamic Resurfacing Facial Wash. Also ein ein reinigendes Gesichtsgel, was Anti-Aging-Eigenschaften mit sich bringt. Und, so wie ich das jetzt gerade auf der Rückseite gesehen habe, wahrscheinlich auch ein bisschen
etwas abträgt, damit die Hauterneuerung in Gang gesetzt wird. Denn hier steht wirklich explizit drauf, dass man einen Lichtschutzfaktor danach verwenden soll. Wahrscheinlich, da das Produkt eben wirklich ja, die Schutzbarriere so ein bisschen stört, damit die Haut eben die Chance hat, neue Zellen zu bilden und eben ein bisschen ja, anti-aging-mäßig unterwegs ist. Also ich weiß nicht, ob ich das verwenden werde, um ehrlich zu sein. Ich habe es eben schon in meinem Schrank stehen. Es ja, hat schon fast Spinnenweben angesetzt, da ich das da schon so lange drin habe. Von daher ist es bestimmt ein cooles Produkt, aber ich denke, ich werde es weitergeben. Ich hatte euch ja gerade schon gesagt, dass ich so ein bisschen darüber gestolpert bin, dass man nach diesem Produkt explizit einen Lichtschutzfaktor auftragen soll. Aber das hängt vermutlich damit zusammen, dass dieses Produkt kein klassisches ja, Waschgel in dem Sinne ist, sondern tatsächlich ein Enzymgel-Reiniger ist. Das heißt, der wird wahrscheinlich in etwas abgeschwächter Funktion wie das Papaya-Enzym-Peeling funktionieren und da muss man eben auch nochmal extra einen Lichtschutzfaktor auftragen. Aber dieses Produkt soll eben dafür sorgen, dass die Haut von Schadstoffen gereinigt wird, dass Schmutz sowie Unreinheiten entfernt werden, was eben zu einem verbesserten Hautbild führen soll. Das Produkt enthält eine patentierte Trienzym-Technologie sowie antioxidantienreiches Moringa, feuchtigkeitsspendender weißer Trüffel, welche die Mikroflora der Haut unterstützen sollen. Also das klingt schon alles sehr fancy-schmancy, aber ich habe es in meinem Schrank, es setzt Spinnenweben an und das hier wird auch definitiv weiterwandern. Und auch beim nächsten Produkt steht wieder explizit bei, dass man einen extra Sonnenschutz verwenden soll. Hier hätten wir nämlich das Pro Collagen Tri-Acid Peel Anti-Wrinkle 8% Acid Peel. Also ein ja, auf Säuren basiertes Peeling, was eben auch wieder dafür sorgen soll, dass die Haut ja, wahrscheinlich wieder von sämtlichen Unreinheiten aufgeklärt wird und dass sie eben jugendlich frisch erstrahlt. Also ich merke schon, wenn ich jedes einzelne Produkt hier in Kombination miteinander verwende, werde ich wahrscheinlich wieder aussehen wie 10. Also hier sind ja wirklich richtig, richtig viele Anti-Aging-Produkte drin und ich beschwere mich nicht. Also ich bin jetzt 31, bald 32 und da sollte man sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also ich merke es, die Augenfältchen, die gehen irgendwie nicht mehr weg. Man sieht morgens ein bisschen müder aus und da kommen mir solche Produkte natürlich sehr gelegen. Also sowas finde ich immer spannend, für sowas bin ich immer offen. Wenn ich damit ein bisschen frischer aussehen sollte, gerne. Ich hatte euch ja gerade schon gesagt, dass es sich bei diesem Produkt um ein auf Säuren basiertes Produkt handelt und hierbei handelt es sich eben um ein Produkt auf AHA-Basis. Plus ist hier ein Trisäurekomplex enthalten, der die Haut eben ja, verfeinern soll, sodass die feinen Linien reduziert werden und man gleichzeitig die Leuchtkraft der Haut aktiviert. Also dieses Produkt soll einem halt auch ein bisschen Glow, ein bisschen Strahlkraft geben, was einen ja automatisch ein bisschen jünger, ein bisschen frischer wirken lässt. Hier soll eine kraftvolle, aber sanfte Formel mit Padina Pavonica und Chlorella drin sein, die die Feuchtigkeitsbarriere der Haut unterstützt und den Teint straffer aussehen lässt. Also wow, 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 das klingt nach einem richtigen Powerprodukt. Ich sag ja immer wieder, einer meiner Lieblingssprüche, Papier ist geduldig, da kann man natürlich eine Menge hinschreiben, aber wenn das... Oh, die Poren soll es nämlich auch noch verfeinern. Okay, jetzt bin ich dabei. Also ich habe schon recht große Poren um meine Wangen, um meine Nasenpartie drumherum und ich bin echt mal gespannt. Also das Produkt ist jetzt von den Produkten, die in der Box waren, für mich das Spannendste und da bin ich wirklich mal gespannt. Das werde ich wahrscheinlich dann, nachdem ich mich geduscht habe, abends verwenden. Dann kann die Haut da über Nacht auch ein kleines bisschen, ja, sich erholen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und das finde ich richtig, richtig klasse. Das vorletzte Produkt ist eigentlich mit das bekannteste Produkt aus dem Hause Elemis. Das ist in vielen Boxen zu finden, das ist in vielen Adventskalendern zu finden und ich denke, das hat jeder von euch schon mal in der einen oder anderen Form gesehen, denn wir hätten hier die Pro Collagen Marine Cream enthalten. Und diese Marine Cream ist ja wirklich in aller Munde, in allen Kalendern, in allen Boxen und die soll eben auch wirklich richtig, richtig gut sein. Spoiler!
Ich habe sie tatsächlich noch nie verwendet. Ich hatte sie schon in sehr vielen Boxen und ich habe sie immer und immer wieder weitergegeben, da ihr wisst ja, ich am liebsten Cremes benutze, die schon einen integrierten Lichtschutzfaktor haben und das fehlt dieser Creme tatsächlich. Also hier ist kein extra Lichtschutzfaktor drin, von daher ist sie für mich relativ uninteressant. Aber ansonsten, was ich bis jetzt von Freunden und Bekannten mitbekommen habe, denen ich eben das Produkt geschenkt habe, die waren allesamt restlos begeistert. Also das muss wirklich eine richtig schöne Creme sein. Ich meine, die kostet auch eine gute Stange Geld, davon mal ganz abgesehen. Aber für mich ist es einfach nichts. Ich finde sie uninteressant, ich finde es gut, dass sie immer wieder in den Boxen drin ist. Versteht mich nicht falsch, denn das Produkt ist wirklich teuer und so hat man zumindest die Gelegenheit, sich so einen kleinen Vorrat zu hamstern, was ich sehr gut finde. Aber es ist halt nicht mein Produkt, von daher wird es weiter wandern. Und auch der Text in dem Heftchen überschlägt sich mit Lobeshymnen auf diese Creme. Allen voran fängt es eben schon an, dass diese preisgekrönte Creme den Trockenheitsfältchen entgegenwirken soll, sodass ihr wieder jugendlich und frisch ausseht. Auch hier sind wieder Pardina Pavonica, Chlorella und Ginkgo Biloba enthalten, was eben tatsächlich und klinisch bewiesen dafür sorgen soll, dass man binnen 2 Wochen schon eine leichte Veränderung des Hautbildes erkennen soll. In dem Sinne, dass man eben ja die feinen Linien so ein bisschen aufpolstert, was einen natürlich wieder ein bisschen jugendlicher aussehen lassen soll. Ja, hier steht dann auch, dass man Studien durchgeführt hat, dass verschiedene Frauen das getestet haben über einen Raum von 4 Wochen. Also hier steht sehr, sehr viel zu dieser preisgekrönten Creme. Aber ich kann mich nur wiederholen, das, was ich am Anfang gesagt habe. Für mich ist sie nicht interessant. Es ist bestimmt eine richtig, richtig schöne Sache und wie gesagt, ich habe auch wirklich nur positives Feedback zu dieser Creme zurückbekommen. Von daher ist es bestimmt eine schöne Sache, aber eben nicht meine Creme. Kommen wir nun zum letzten Produkt aus der Box und zum einzigen Produkt, was sich in Originalgröße in der Box befunden hat. Und zwar wäre das der Soothing Apricot Toner. Und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Also zu meiner Schande muss ich gestehen, habe ich Toner lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt und sehr, sehr spät in meine Hautpflege integriert. Mittlerweile ist der Toner in meiner Gesichtspflege nicht mehr rauszudenken. Von daher freue ich mich sehr, dass ich nun auch diesen bekannten Toner von Elemis testen kann. Auch hier habe ich eigentlich nur Gutes drüber gehört. Und was ich an dem schon mal top finde, der verfügt über einen Sprühkopf. Und ich finde es einfach nur ja, so viel einfacher, wenn man sich das Produkt auf das Wattepad sprühen kann. Ich weiß nicht warum, es ist kein großer Akt, das auf dem Wattepad drauf zu träufeln. Aber irgendwie machen mich ja, Produkte in Sprühflaschen doch immer ein kleines bisschen glücklicher. Aber kurzum, ich habe mich sehr über dieses Produkt gefreut. Plus ist es eben wirklich in Vollgröße, sodass man die Chance hat, es auch wirklich über einen längeren Zeitraum intensiv zu testen. Aber das ist wirklich ein klasse Produkt. Hier steht jetzt ausnahmsweise nicht, dass man nach diesem Produkt einen extra Lichtschutzfaktor auftragen soll. Was ich aber gut finde, dieses Produkt enthält keinen Alkohol. Und das hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass Elemis vielleicht Alkohole in den Tonern verwendet, aber nein, hier sind keine scharfen Reinigungsmittel oder eben Alkohol drin. Im Gegenteil, es soll sogar für sensible Haut gedacht sein, denn hier sind beruhigende Extrakte aus Aprikose, Sweet Betty Flower und Saponinen vom Seifenrindenbaum enthalten. Das habe ich ja noch nie gehört. Was sind Saponinen vom Seifenrindenbaum? Naja, die sollen auf jeden Fall Feuchtigkeit spenden und den Teint harmonisieren. Also das klingt alles schon mal nicht schlecht und ich muss sagen, ich hatte ja gerade gesagt, dass dieses Tri-Acid-Peeling mein Favorit aus der Box war. Aber ich glaube, das wurde soeben von diesem Toner abgelöst, denn den finde ich wirklich mega interessant. So ihr Lieben, wir sind am Ende dieses Unboxings angekommen und ich muss sagen, dass mir die Box wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Gut, minus dem Ärger von dem ja unwissentlich abgeschlossenen Abo, aber die Box an sich mit den mitgelieferten Produkten, die war wirklich spitze. Also gerade für 35 Euro kann man da wirklich nichts sagen. Selbst für 45 Euro würde ich sagen, gut, ist nicht so gut wie 35 Euro, aber immer noch gerechtfertigt. Also das war wirklich eine mega, mega schöne Box und der Inhalt hat mir wirklich richtig gut gefallen. Meine Highlights sind auf jeden Fall dieses Tri-Acid Peeling
und der Toner. Also den Toner finde ich mega, mega interessant. Die anderen Produkte wie das Papaya Enzym Peeling finde ich auch super. Aber ich kann dann doch nicht mit allen Produkten etwas anfangen, aber das ist auch okay. Mittlerweile, ihr dürftet es vielleicht auch gemerkt haben, habe ich sie in einem Gewinnspiel untergebracht, da es ja auch wirklich gute Produkte sind. Also nur weil ich damit nichts anfangen kann, heißt es ja nicht, dass das Produkt schlecht ist. Im Gegenteil. Und Elemis hat wirklich, wirklich schöne Produkte und ach, es war einfach eine richtig, richtig schöne Box, über die ich mich sehr gefreut habe und die ich gerne ausgepackt habe. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, ich bin fertig. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne, schöne Restwoche. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut, ciao!